what to deflect. To what to deflect. Deflect self. Bedeutet die Austausch von Sprache und Daten zwischen verschiedenen Nutzern eines Kommunikationssystems oder Kommunikationsgeräte, die sich aber im Raum bewegen. Alltagsbeispiele von der Mobilkommunikation sind unsere Handys, mit denen wir ständig oder viel telefonieren, sind auch unsere Laptops, mit denen wir in der Schule arbeiten oder im Büro. Andere Beispiele wäre auch die aeronautische Kommunikationssystem. Mobilkommunikation für den Transport der Daten werden wir nicht mehr diesen Kabels benutzen, sondern elektromagnetische Wellen. Diese Wellen bzw. Signale werden in einen Sender kanalisiert und dann in den Raum ausgestrahlt. Das ist mittels einer Antenne. In der Umgebung gibt es viele Faktoren, die das Signal ausweiten und beeinflussen. Es könnte eine Berge sein, es könnte auch ein Gebäude sein, das ändert die Richtung der Signale. Ein Ziel der Forschung ist, Mechanismen zu entwickeln, die die Kapazität von der Netzwerke verbessern. Was ich in meiner Arbeit gemacht habe, könnte vielleicht in einer Firma benutzt werden. Das heißt, eine Firma hat ein bestimmtes Netzwerk, wo sich alle Mitarbeiter verbinden. Wenn ein Gast kommt, er hat keinen Zugriff zu dieser Frequenz. Deswegen baue ich selber einen Access Point in andere Frequenz, damit er arbeiten oder auch Zugriff zu diesem Netzwerk hat. Aber ohne dass er die Mitarbeiter in dieser Frequenz stört. Das Elektrotechnische Studium an der TU Berlin ist sehr international. Da habe ich meine besten Freundinnen kennengelernt. Kiki kommt aus China, Assam kommt aus dem Iran. Wir haben gemeinsam viele Vorlesungen besucht. Wir versuchen viel gemeinsam zu machen. Wir haben zum Beispiel einen Sportkurs besucht, auch einen Tanzkurs zusammen besucht mit unseren Freunden. Ganz glücklich, ich habe gerade meine Masterarbeit abgegeben und ich bewerbe mich für einen Job hier in Berlin, mehr in der Branche Telekommunikation, Mobilkommunikation.